Flüchtlinge in Züge zu stecken und sie in dem Glauben lassen, sie würden ganz woanders hinfahren, weckt Erinnerungen an die dunkelste Zeit unseres Kontinents. Diese Aussage von Bundeskanzler Werner Faymann in einem Interview sorgte vor kurzem für bilaterale Verstimmung zwischen Ungarn und Österreich. Doch mit dieser Meinung ist der Bundeskanzler nicht allein. Anlässlich des Gedenkens an die November-Pogrome 1938, als die Juden im gesamten deutschsprachigen Raum von den Nationalsozialisten ihrer Menschenrechte beraubt wurden, ziehen Vertreter der Opfergruppen in Österreich, der Juden, Roma und Kärntner Slowenen, Parallelen zur aktuellen Situation der Flüchtlinge. Sabine Zitter. Der Sinn von Gedenken ist, dass die Menschen aus der Geschichte lernen. So soll das Leiden der NS-Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Wenn irgendwo Barbarei ausbricht und wenn irgendwo Länder in Todeszonen verwandelt werden und ganze Staaten sich auflösen, ist das, was überbleibt, das nackte Leben. Das sind Leute, die rennen um ihr nacktes Leben. Und ich glaube, die wichtigste Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass Leute, die keinen Staat haben, die sie schützen, die vollkommen ausgesetzt sind, nur noch eines haben, nämlich Menschenrechte. Und ich glaube, das ist die wichtigste Lektion, dass wir wissen, dass die unverzichtbar und unhintergehbar sind, die Menschenrechte. Und das ist, würde ich sagen, die Parallele zur jetzigen Situation. Aber wieder werden Sündenböcke ausgemacht und Unschuldige verunglimpft. Was mir jetzt konkret schon passiert ist, ist, dass ich auf dem Land war und ein kleines Mädchen begonnen hat. Das hat mich sehr geschockt. Ein 10-jähriges Mädchen begonnen hat, über Flüchtlinge zu schimpfen. Es ist wieder Zeit, klare Worte zu finden und Zivilcourage zu leben. Ich habe gesagt, was sie glaubt, warum Menschen fliehen und dass Krieg immer furchtbar ist und wie schrecklich das ist. Und ich habe das, glaube ich, mit so einer Intensität gesagt, dass sie dann ganz erschrocken war und still war. Vielleicht hat sie sich das gemerkt. Das ist meine Hoffnung. Aber ich meine, das viel größere Problem bei der Geschichte war doch, wo hat sie das her? Eltern übertragen unreflektiert ihre Ängste an die Kinder und säen so statt Mitgefühl die Saat des Hasses. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich vehement dagegen wendet. Weil man sagt immer, man muss aufklären, man muss Fakten bringen, man muss die Leute informieren. Aber auf der Ebene funktioniert das nicht. Das funktioniert immer auf einer emotionalen Ebene. Im Kampf für die Menschenrechte sollte man sich von Mut leiten lassen, ist Isolde Charim überzeugt. Es gibt diesen Rechtsruck, es gibt diesen Rechten, diese rechte Verführungskraft, aber sie ist bisher, auch wenn man sie sehr ernst nehmen muss, sie ist noch nicht ausgeufert. Zu einem Abend der Erinnerung, dem Schmerz über die Leiden der NS-Opfer, aber auch dem Lachen und der Freude gewidmet, luden Maja Haderlapp und Willi Resetaritz ins Akademietheater. Vielleicht ist gerade jetzt wichtig, aber wir sind keine Reagierenden. Ja. Wir sind wir. Also, und in dem Fall sind wir Vertreter der zwei größten Volksgruppen in Österreich. Ja, die Tante Katraza hat, auch als sie im KZ war, immer wieder versucht, Gedichte zu schreiben und zu dichten. Ich glaube, du musst erklären, wie wir im Café Sperl überlegt haben, wir haben machen. Wir haben im Café Sperl und plötzlich singt. Nein, du hast mich gebeten zu singen. Also im Café Sperl hat sich die Frau Haderlapp nicht lange bitten lassen. Sollen wir noch sagen, worum es im Lied geht? Da schickt
die Dichterin, die Tante Katerzer, den Wind nach Kärnten, hinunter nach Kärnten, dass sie ihre Abschiedsgrüße überbringt. Und also er soll Abschied nehmen in ihrem Namen vom Bauernhof und von den Wiesen und Feldern. Und dann sagt sie, also wenn der Wind in Kärnten ankommen wird, wird es mich nicht mehr geben. Aber wir singen nur. Und so war es. Und so war es auch, ja. Und wir singen zwei Strophen. Bichlei Wiedrich, Wiedrich Michladam, Doli Doli na Koruschko Plan, Tam kir domoi brazen zdaj stoji, Hitit ja, oj Wiedrich. Jako lipo je bilo. Ja sam oznu postinjoč. Jako je lipo bilo. Willi Resetaritz ist einer jener Künstler, der seine Mitmenschen für Menschenrechtsverletzungen sensibilisieren will. Bilder von Zügen, die Menschen nicht dorthin bringen, wo sie hinwollen, wecken Erinnerungen an die NS-Zeit, nicht nur beim österreichischen Bundeskanzler. In Ungarn laufen ja schon seit Jahren also faschistoide Garden herum, straflos. Ja? Und das sind Gruppierungen, die hassen. Ja? Bei den Neonazis hat schulische oder politische Aufklärung versagt. Für uns ist es hier auch oft wichtig, da jetzt einmal etwas richtig zu machen, nicht? Was Menschen angeht, die in Zügen durch Europa fahren, die Aufnahme suchen, die hungern, die schreckliche Dinge erlebt haben, nicht? Ich denke, da gibt es einen Zusammenhang zu dieser unserer Geschichte. Die Kärntner Sloweninnen und Slowenen gedenken alljährlich am Bahnhof in Annabichl an die Opfer der Vertreibung während der NS-Zeit. Dass die Opfer und die Volksgruppe nach dem Krieg weiterhin diskriminiert wurden und ihnen die Rechte vorenthalten wurden, empört Künstler wie Valentin Oman. Das eine ist das Gedenken sozusagen an die NS-Zeit, also das Mahnmal in Annabichl. Aber die Thematik wiederholt sich ja, vor allem wiederholt sie sich jetzt wieder stark in einer anderen Art. Also diese Flüchtlingsströme, die hat es ja also in der Dimension ja, schon längere Zeit nicht mehr gegeben. Ja, so wie es ausschaut, also lernt man nichts oder kaum. Zum Gedenken in Annabichl hat man auch einen syrischen Musiker eingeladen und setzt damit ein deutliches Zeichen. Machtgier und Rassenwahn würden großes Leid verursachen, damals wie jetzt. Wie rund 300 slowenische Familien wurde auch Jože Bartl von den Nazis deportiert. Aber es ist ja immer schwer, wenn jemand seine Heimat verlassen muss. Freiwillig geht natürlich niemand aus der Heimat. Es treibt ihm jemand und das ist vielleicht eine falsche Politik, die in diesen Kreisen gemacht worden ist. Ortswechsel. Hier im Burgenland in Oberwart, Borta, hat der Roma-Vertreter Emmerich Gärtner Horvath die Lebenserinnerungen der Holocaust-Überlebenden vor dem Vergessen gerettet. Das Oral History Projekt ist Teil intensiver Erinnerungsarbeit, die zeigt, dass Faschismus bis heute wirkt und vier jungen Roma vor gar nicht langer Zeit das Leben gekostet hat. Wenn wir besser im Geschichtsunterricht den Zweiten Weltkrieg, die Vertreibung, die Ermordung der Juden, der Roma einbringen und das intensivieren, ausarbeiten, Lehrbücher erstellen, Lehrmaterial, dann kann man natürlich das besser verstehen. Man verstehen wird man es nie, aber man kann vielleicht auch besser damit umgehen und sagen, okay, ich stehe jetzt gerade und ich will, dass sowas nicht mehr passiert.
Die Diskriminierung der Roma passiert tagtäglich. Auch 2015 wird dieses europäische Volk mitunter vertrieben und verfolgt, wenn sich die Sinti zum Beispiel ihrer Tradition gemäß auf die Reise begeben oder sich ein Roma irgendwo in Europa ansiedeln will. Es gibt europäische Roma, die zum Beispiel im Vorarlberg sich niederlassen oder eventuell unter einer Brücke schlafen. Also die werden vertrieben, sind aber Europa, Europäer. Keine Gruppe ist per se nur gut oder nur schlecht. Man müsse sich die Menschen genauer ansehen und ihnen die Menschenrechte zugestehen, ist der Roma-Vertreter überzeugt. Die Verfolgungsgeschichte verbinde und die Roma treten dafür ein, dass die Angstmache durch Mitgefühl ersetzt wird. Ich denke mir, man sollte mal den Menschen so begegnen als Mensch und nicht als Wirtschaftsflüchtling oder was weiß ich, wie sie die meisten bezeichnet werden, sondern einmal wirklich sagen, okay, ich will und muss jetzt helfen. Das sollte mal vordergründig sein. Und natürlich auch planen, wie die Zukunft dann gemeinsam ausschauen soll. Zurück im Akademietheater. Der Chor Danica sieht die Kultur der Kärntner Slowenen als kostbaren Schatz, der vor dem Faschismus gerettet wurde. Wir haben ja gehört, also der Abschied vom bäuerlichen Leben, der Gang in die Fremde, wird thematisiert, die Armut auch. Und in dem Fall auch der Widerstand gegen den Nationalsozialismus, der bewaffnete Widerstand. Er hat letzten Endes auch dazu beigetragen, dass Österreich einen Staatsvertrag bekommen hat. Ein berührender Abend geht zu Ende. Und zum Abschied meldet sich dann noch der Ostbahnkurti, das wilde Alter Ego von Willi Resetaritz, zu Wort. Wir kämpfen gegen die ganzen Trotteln. Ja, genau. Genau. Das sagen wir aber jetzt nicht. Auf Wiedersehen.